Das ist eine Installation, wo das Mädchen eine Plaffung passiert. Und zwar sind halt 13 Gibson Explorer elektrische Gitarren. Und 3 Piano und 3 Fliegele. Und das sind halt am Circuit und der Enfilade von den Räumen. Das sind im Stilograd an der Entree, wo die Ismen hängen, eine ganze Serie mit Zeichnungen, die sich auch bewegen am Wand, mit den Leuten, die rankommen. Und nur wenn ich mich zu bewegen, okay, natürlich wusste ich noch gewartet, bis du ganz ruhig ist. Ja, dann will ich mal gucken, was sie noch sieht, wenn wir hier kommen. Okay, das ist natürlich nicht du, weil mein Kind daheim ist. Also mein kleines Seismen, eine Dauerserie von Zeichnungen, mit denen ich oh, das stimmt auch schon mal vorgestellt, wie das, wenn ein Gitter an einem Erdbeben und einem Sturm hört oder Sachen, auch Krevetten. Ja, das ist ein Krevett, das ist Musik mit einer anderen Krevett. Und hier habe ich eine Barock-Ornamentik dekliniert, also als Seismus-Teil. Das sind ganz viele Studien. So, wach, schaut mal, den barocken Imperium geboost. Relegation ist ein Begriff, der Tisch von Verbannung. Das für mich hat einen barocken Ursprung. Ich habe mir vorgestellt, dass er sich an einen Barock oder einen Neobarock, eine Art Wunderkammer, zurückzieht, die voll mit Überraschungen sticht und auch an einen Verband geht. Und aber auch das selber Verband, weil ihn dann in dem Moment kann aktiv gehen kann, ihn das auch beeinflussen, also relegieren, rügen. Das Projekt Relegation steht aus drei Elementen. Ein Kehr das Visuelle als Zeichnung, Malereizeichnung, also Kunst. Ein Kehr mit Sound, also als Soundinstallation. Und ein Kehr mit Performance. Das ist ein Gesamtkunstwerk, das verschiedene Räume von einem Pavillon zu einem Ganzen kann machen. Now is there's a Schubert song coming now. It's called Der Dom und das Mädchen. Das ist nämlich eine Kunstform, die immer Spezialeffekte hat. Etwas, was den zum Beispiel nach dem Ganzen über den Töppel vom I geht. Etwas, was überrascht und etwas, was das Ganze überträuft. Etwas, was dekadent auch wirkt und etwas, was übertrieben wirkt und etwas, was pompös wirkt, etwas, was pathetisch wirkt.
etwas, was einen immens großen Effekt will erzielen, für eine Idee durchzubringen. Und etwas, was auch über bestimmte Grenzen von einem Bild rausdenkt. Ich habe mit Christian Neuens zusammen geschafft. Ich bin Soundingenieur, der auch zu Berlin wohnt. Wir haben ein Interface für gesehen, an dem die ganze Installation steuert. Ich habe drei Gitarren. Alle guten Gitarren sind über den E-Bow mit dem Computer verbunden, für die uns zu steuern. Und Gitarren, die gehen zum Beispiel die heute Gitarren, die gehen hier und Verstärker nur geschlossen. Und hört ihn dann an allen Raum, hört die Sensoren, wie zum Beispiel hier nennen, wo dann die E-Bow darauf reagieren. Die E-Bow ist eigentlich das Erfolg von einem an den 70er Jahren, manchmal an den 60er Jahren. Die erzeugen ein elektromagnetisches Feld, wo dann die Seite von der Gitarre angetriggert gehen, dass sie den Ton produzieren. Das heißt, du kannst ihn dann über Stromzufuhr kann ihn einfach und der Gitarre einen Ton erzeugen. Wenn wir hier an den nächsten Raum gehen, da haben wir den nächsten Piano. Und wenn ihr hier guckt, haben wir pro Piano haben wir dann drei E-Bowen drauf gesetzt. Daher den dann mit einerseits mit Pedal blockiert, der hat einen Ton ausgehalten gehen, ne, wenn den also, dass der nicht stur bleibt. Und dann die E-Bowen, die regen dann do alkeias eng einzelne Note, also das heißt pro E-Bow immer eine Note.